Der will doch bloß spielen, Flexi. Ja, ich glaube auch. Ich will doch nur spielen. Immer nur spielen mit dir. Uah. Oh nein. Nein, 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 nein. La 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 la. Echt, an sowas gewöhnt man sich doch nicht. Schick ihn nach draußen. So, gehen wir mal hier lang. Vielleicht finden wir hier irgendwie so eine Schlüsselkarte oder sowas. Weil es sieht so aus, ob wir die Tür irgendwie noch aufbekommen müssen. Was gibt's da zu speichern, Flexi? Boah, ist das gemein. Das sieht aus wie bei Outlast hier. Mit den hängenden Säcken. Also Fleischsäcke. Also, Nahrungssäcke. Ach, ist ja egal. Mein Gott. Mann, jetzt hängen mir die Säcke noch im Bild ins Gesicht. Gibt's doch nicht. Da hinten müssen wir hin. Ja, Halleluja. Das ist, mal gucken, wie gut sie werfen kann. Schauen wir mal. Na, das hat ja bisher... Das klappt ja super. Schnell eben die Karte holen. Hotelschlüsselkarte. Eine Schlüsselkarte für das Prestige Hotel. Sie sollte alle mit einem Karten öffnen. So, weiter geht's. Schnell weg hier, bevor die uns bemerken. Oh, da kommt jemand. Uah, uah. Geh doch, beweg dich. Das war knapp. Das war knapp gewesen. Alter Schwede. Aber die kommen, glaube ich, zurück. Deswegen sollten wir uns ein bisschen beeilen, zur Tür zu kommen. Wo war denn nochmal die Tür da hinten, ne? Diese Kammerkläuse, ey, die sind aber auch fies. So, jetzt aber. Genau, jetzt stellst du dich hin, weißt du? Natürlich. Oh, Gott sei Dank. Ja, ja, Fleischsäcke im Gesicht. Ja, mein Gott. Bier bis zum Doppeln sehen, dann... Was brauchen wir? Keinen Morpheus, genau. Da brauchen wir keine Morpheus, das stimmt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, nächstes Jahr. Vor allem auch für E3, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sehen. Und was ich wohl mitbekommen habe, was ich auch schon gelesen habe in den neuen News, und zwar... Ja, ein paar Entwickler von Criterion, die Burnout-Macher, haben nämlich... Nein, da wollte ich noch gar nicht lang. Nein! Oh, Mann! Entwickeln nämlich momentan an einem Rennspiel in Burnout-Manier. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir da vielleicht demnächst was sehen. Aber naja, etwas übertrieben. Oh, verzeiht. Genau, HSV-Fan. Dann ist das Real Life. Okay, ich gehe doch erstmal hier lang. Nightbot ist da etwas streng. Uah, was ist das denn? Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich. Och, Herzchen. Och, wie süß. Och, wie geil ist das denn? Voll so ein Secret gefunden. Gegenstand erhalten. Du hast ein neues Modell freigeschaltet. Du kannst es dir in der Modellansicht über das Startmenü von The Consequence ansehen. Cool. Also da freue ich mich. Und das sogar mit Herzchen. Das war bestimmt Ursula. Ursula die Schnecke. Oder Fred die Schnecke. Sorry, nie wieder Smileys. Prost zusammen. Danke für die Info, Lexchen. Wie nie wieder Smileys? Warum? Was ist denn? War der HS... ach, war der HSV-Fan? Natürlich, vor allen Dingen HSV-Fan. War der, Leslie? War der Nightbot wieder ein bisschen streng heute? Bin auf Projekt Cars gespannt. Ich auch. Ich auch, HSV-Fan. Ich hab's mir ja vorbestellt. Oh mein Gott, Lexi hat eine Schnecke zu... Stein penetriert, genau. Jawohl. Und dann hat... Wie schlage ich da nochmal zu? Wie war das denn nochmal? Was war das? Fridolin, die Schnecke! Oh ja, Fridolin ist auch schön.
Ein wahrer Held. Trophäe erhalten. Was war das? Was war das denn? Verstehe es gerade nicht. Was soll ich denn da machen? Hä? Hat das einen Sinn irgendwie? Nightbot flippt sonst aus. Okay. So. Ja, ist doch gut. Ich komm doch schon. Hat Smileys gespammt und Nightbot hat gemeckert. Ja. Ist ja. Ah, ja. Die Küche. Die kennen wir ja. Oh Gott. Noch mehr davon. Dann wollen wir mal. Auf geht's. Licht aus, Kamera Action. Da kommen wir wahrscheinlich nicht schnell genug hin, ne, oder? Ungesehen, oder? Ich habe diese Welt erschaffen. Vielleicht doch. Nein, er hat's nicht gesehen. Oh, das glaube ich nicht. Der hat's nicht gehört. Ich fasse es nicht. Und er sieht mich jetzt. Hundertprozentig sieht er mich jetzt. Ja, ich wusste es doch. Ciao. Und ich habe auch keine Waffe mehr. Och, komm. Ja, ciao. Ach komm, das ist lächerlich. Das ist so lächerlich. Ich kann ihn aber auch nicht verkloppen. Hallo, hau ihn. Ja, das war's. Die kann aber auch nix, die Alte. Die kann nix, die Alte. Die kann nicht rennen, die kann nicht schleichen, die kann nicht zuschlagen, nix. Unglaublich, sowas. War ja nicht böse gemeint, Nightbot. Ist ja auch nicht schlimm, Kalunax. Ja, dann hätten wir ein Problem. Ja, das wäre schrecklich. Prost, ja, Prost zusammen. Stößchen. Okay, müssen wir das Ganze nochmal ein bisschen neu ausprobieren. Versuchen wir das Ganze mal ein bisschen anders anzugehen. Ich habe diese Welt erschaffen. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, Jungs. Nicht umdrehen, Jungs. Nicht umdrehen, Jungs. Sehr schön. Sehr schön, Jungs. Ach, das sind zwei Bilder, oder was? Wo ist denn das andere Bild? Wo ist denn das an... Ach, da hinten? Oh, nein. Shit. Oh, Zuckerass. Zuckerass. Zuckerass ist wieder da. Was? Kalunax macht ja nichts raus, er ist sexuell nicht ausgelastet. Okay. So, einmal kurz gelurcht. Jawohl. Du kannst mich hier nicht festhalten. Ich kann dich hier festhalten. Wie ist zu sehen? Deinem scheiß Kackbild. Wie er da steht, ne? Salute. Oh nein, jetzt kommt er auch noch hier lang, oder was? Willst du mich verarschen? Geh weg. Sehr schön. Sauber. So, mal gucken. Ah, der geht da lang. Sauber. Sehr schön. Jawohl. Yes, baby. Yes, baby. Yes. Trotzdem möchte ich gerne erstmal nochmal durch die Tür gehen und mal ein bisschen gucken. Die Axt nehmen wir mit. Da ist ein Spind zum Verstecken. Okay, diesmal bleiben die Gegner wohl da, so wie es aussieht. Die Frage ist nur, wo ist der? Ich sehe nämlich nicht, weil die Kameraführung ja so super ist. Die Kameraführung ist so niedrig.
So wie der Charakter auch. Es ist ein bisschen dämlich eigentlich. Man könnte ihn eigentlich hier reinlocken, ne, oder? Weil dann kann man nämlich die Tür zumachen. Sehr schön, genau. Komm hier rein. Haha, voll Idiot. Oh oh. Spam. Steinzeitmensch wie ich. Was bedeutet denn dieses Spam? Sorry, bin von vorgestern. Warum? Wieso, was ist denn? Achso, wegen dem Nightbot. Ja, es geht halt darum, dass hier keiner rein spammt in den Chat, dass hier keiner permanent irgendwas immer wieder schreibt oder so. Denn das würde ja total nerven. Weil dann würde ich auch nicht zum Lesen kommen und alles. Wenn jetzt zum Beispiel einer die ganze Zeit schreiben würde, A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-C-C-C oder keine Ahnung, irgendwelchen Kack oder so. So. Wir haben ein bisschen Leben verloren, wenn wir Leslie berührt haben. Oder weil wir Leslie berührt haben. Wow! Was? Was? Nein! Leslie, nein! Bitte nicht! Nicht zu danken, Love. Kein Thema. Die berühmte Einmal-Axt. Ist schon okay. Es wird alles wieder gut. Hoffe ich. Wiederverwendbar ist dieses Modell nicht. Das stimmt. Gibt's übrigens zu kaufen im Nebensupermarkt die Einmal-Axt. Ja? Nicht sicher. Schnell, hier lang. Ah, okay. Jetzt geht's wieder los. Gibt's denn irgendwo einen Hinweis vielleicht? Gibt's irgendwo einen Hinweis? Müssen wir alles anmachen? Müssen wir alles ausmachen? Das ist jetzt wieder die große Frage. Die Flasche nehme ich mit. So wie die Flasche oben rechts im Bild. Hallo? Taschenlampe? Hey, wir haben sogar unsere... Ah, nee. Ich dachte schon, wir haben unsere Leuchtstäbe. Aber ich glaube, einen Hinweis finden wir hier, glaube ich, in der Küche nicht. Muss man für kleine Mädchen. Ja, Kalunax. Dann tue das. Oder du wartest halt, wie gesagt, noch circa eine Viertelstunde. Weil dann machen wir eine Pipi-Pause. Eine große Pause, wie immer. Jede Stunde gibt es ja hier in der Let's Play Live schon eine Pause. Okay, einen Hinweis gibt es hier, glaube ich, nicht. Das heißt, entweder machen wir alle an oder alle aus. Das heißt, wir werden wieder ein bisschen Zeit brauchen für das Rätsel. Ja, dann schauen wir mal. Los geht's. Ach, wir haben ja nur wieder 6 Versuche. Ich vermute mal, alles auszumachen könnte gut sein. Okay, das war schon mal falsch. So. Okay. Das war falsch. Also alles anmachen müssen wir. Das ist gut zu wissen. Okay, alles anmachen. Ja, Leslie ist doch gut. Alles gut, Leslie. So, müssen wir mal schauen. Das war schon mal auch falsch. Ja, das ist nicht einfach. Da müssen wir ein bisschen knobeln. Aber ich denke mal, dass wir das hinkriegen. Ja, das war fast richtig. Puh. Ja, müssen wir mal ein bisschen gucken. Also,
Wären ja nicht einfacher, ne? Das macht Spaß, knobeln. Ja, das stimmt. Das macht richtig Spaß. Man hat 6 Versuche nur. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie... Okay, dann wird der ausgehen. Bei dem wird der ausgehen und der ausgehen. Was, Sonne, Regen, sagt er gerade? Sonne, Regen, Sonne, Regen, Sonne, Regen. Ist auch falsch, wir müssen den nämlich noch ankriegen hier. Sonne, Regen. Da bin ich wieder. Habe ich was verpasst? Nö, eigentlich nicht viel. Ich bin immer noch am Knobeln hier, gerade. Sonne, Regen. Der sagt immer Sonne, Regen. Kann das sein? Sonne, Regen. Ja, ja, Sonne, Regen. Der sagt Sonne, Regen oder sowas. Flexi knobelt, genau. Und ich bin immer noch nicht weiter. Alles müssen wir anmachen. Moment, wir müssen erstmal gucken, dass wir da unten den... Das macht so, das macht so. Das würde den ausmachen. Das fast richtig, aber nur fast. Aber nur fast. Fast richtig. Yes! Jawohl! Sauber! Bisschen nachdenken, dann geht's schon. Wo Nachdenken bei mir ja nicht immer so gut funktioniert, wie ihr alle wisst. Brieffragment 6. Oh ja, Regenbogen. Mit Einhörnern. Was mit Einhörnern? Was? Warum? Wieso? Wieso Sonne, Regen? Ist es vorbei? Guck mich an, wenn ich mit dir rede. The Chapel, was haben wir hier noch? Sugar Bump, Bomb. Hallo? Ja, Prost zusammen, Stößchen. Ich glaube, ich weiß, was jetzt gleich kommt. Für eine Szene. Falls ihr euch erinnert, abends Hauptspiel, dann müsstet ihr auch... Ich komme dieser Bastard nicht zurück. Um deinetwillen, Leslie. Dann müsstet ihr normalerweise auch wissen, was jetzt kommt. Falls ihr das Let's Play verfolgt habt oder selber gespielt habt, dann wisst ihr genau, was jetzt gleich kommen wird für eine Szene. Einhörner, Regenbogen? Einhörner, Regenbogen, Norbold, was? Was? Ja, jetzt kommt die Szene. Also verliebt, Franzi. Genau, Love. Ach, die von Diablo, oder wie? Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug ganz bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du beschützt mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Sie begehen einen schweren Fehler. Sie verstehen nicht. Was aus ihm wird. Wir wissen genau, was aus ihm wird. Deshalb brauchen wir ihn. Sie verstehen nicht, was Ruvik eigentlich will. Ruvik ist Geschichte. Er will Leslie. So wie wir. Haben Sie mehr Angst vor ihm als vor uns? Verarschen Sie mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Tu das nicht!
Verdammt! Nein! Ich habe eine ganz böse Befürchtung. Okay. Ohne Spaß, voll geil, das DLC. Mal wieder. Voll cool gemacht. Also ich freue mich schon aufs nächste auch wieder, wenn wir das hier durchhaben. Um endlich so die Geschichte zu vollenden, The Evil Within. Und da ist wieder Snowball am Start. Hab eindeutig was verpasst. Warst jetzt gerade, Iceman? Warst du gerade weg? Also ich hab doch gesagt, um 23 Uhr ist wieder eine Pause. Um 23 Uhr, hallo? Boah, scheiß Schnecke. erstmal schön streicheln. Dann lieber Einhörner, ja. Was Wahnsinn, wie klein einem eigenes wird? Ja, das stimmt. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen, weil, wenn ich jetzt kurz ans Hauptspiel zurückdenke, was kam denn da alles noch? Okay. Da läuft Leslie, aber da sind auch andere Gegner, oder? Hä? Ach du Scheiße. Scheiße. Oh nein. Er ist zu weit gegangen. Ich muss ihn aufhalten. Ja. Ja, super. Und jetzt? Jetzt gibt es wieder ein bisschen Action hier bei The Evil Within. The Konsequenz. Was ist los, Eis? Sitzt auf der Leitung? Genau, es war Fan. Hahaha. Ich bin meistens. Ich versuche mich mal ein bisschen zu schleichen hier, lieber. Boah, diese Dramatik. Boah, diese Dramatik gerade, es ist unfassbar. Hallo, nimm die Flasche auf. Achso, wir haben eine Flasche, ne? Klappt ja super bisher. Wow, wow. Alter. Geh weg. Boah. Das war knapp. Beantworten Sie unsere Fragen. Was fürchten Sie? Was hängt ihnen nach? Was brauchen sie so sehr, dass nur wir es ihnen geben können? Wollen sie zurück zu ihrem erbärmlichen Leben? Sind sie uns denn überhaupt nicht dankbar? Wir haben sie aufgenommen. Ihnen ein neues Leben gegeben. Warum verraten sie uns? Warum stehen sie nicht auf unserer Seite? Blöd, Mann. Auf so doof zu grinsen. Es reicht! Klappe halten und aus dem Weg! Jawoll! Okay, ein Bildschirm zerkloppen, gehen gleich alle 20 aus. Naja, gut. Hä? Bitte was? Hä?
Danke, ich hatte ja heute schon mal einen Lauf. Okay. Ist aber fies, so ein Raupen-Kokon im Darm. Ja, das stimmt. Leslie, wo will er hin? Wo will er hin? Und wo sind wir hier? Im Sanatorium anscheinend. Und diese spannende Musik, das ist unfassbar. Das ist total geil gerade. Wir sind irgendwie in so einem Sanatorium. Die Patienten sterben, wenn man sie an die Maschine anschließt. Was wollen Sie damit sagen, Jimenez? Nach dem, was Sie mit ihm gemacht haben, kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber es ist, als wäre Rubens Geist im Stem gefangen. Und er greift jeden an, der in das System will. Das ist inakzeptabel. Wir müssen das beheben. Okay. Das darf nicht alles umsonst gewesen sein. Okay. Ruvik. Er war die ganze Zeit im Stem. Ja. Nun, er wird mich nicht kriegen. Im Stem und ist wahrscheinlich immer noch im Stem-System. Wir haben herausgefunden, das Stem-System ist ja das, womit sie halt die Patienten Gehirn manipuliert haben. Und willkommen zur Let's Play Live Show auch an alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Gott, seid ihr denn wahnsinnig so viele? Dann überfliege die Wörter, Galunax. Aber warum Leslie? Was ist so besonders an ihm? Leslie war nicht immer so. Er wurde durch ein traumatisches Kindheitserlebnis katatonisch. Er sah, wie seine Familie ermordet wurde. Die Daten legen nahe, dass Gehirnwellensynchronisation mit Ruben bei bestimmten Traumata korreliert. In diesem Fall Rubens Verlust seiner Familie. Das genügt nicht. Wir brauchen etwas anderes als Basis. Etwas, das für viele verschiedene Personen geeignet ist. Okay. Brauchen etwas, was für verschiedene Personen geeignet ist. Also das Stem-System dann nochmal umprogrammieren, was dann für mehrere Personen dann funktioniert. Verstehe. Ja, Prost zusammen. Ne? Hallo Philipp, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Juhu, ihr seid solche Leute mit dem sinnlose Unterhaltung. Was? Unterhaltung Sinn ergeben. Ja, genau. Das ist immer so hier, der Let's Play Live Show. Sinnlose Unterhaltung ergeben Sinn. Punkt. Das ist einfach so. Und wo bin ich hier? Und kann man die dramatische Musik aufhören? Hallo? Verstehe ich nicht.